So, Freunde, was geht? Battlefield 5. Ab heute gesehen sind es nur noch 6 Tage bis zur EA Play und dementsprechend hauen die Entwickler DICE EA immer mehr noch nicht bekannte Informationen zum Spiel raus. Und heute habe ich 5 gute Neuigkeiten für euch und eine schlechte Neuigkeit, zumindest meiner Meinung nach. Ihr könnt dann gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Dingen feiert und was ihr eher nicht so feiert. In Battlefield 1 ist es so, dass man nicht immer unbedingt in jeder Situation schießen kann. Sei es, wenn man gerade irgendwie über eine Mauer klettert oder irgendwo runterspringt. In Battlefield 1 war es ja immer so, oder ist es so, dass wenn man aus einem Haus beispielsweise vom Hausdach runtergelaufen ist, dann konnte man wunderbar beim Fallen schießen, aber wenn man gesprungen ist, dann konnte man nicht schießen. Man konnte immer nur beim Fallen schießen. Das war mal ein bisschen komisch, weil man aus den älteren Battlefield-Teilen gewohnt war, dass man einfach immer springt, aber bei Battlefield 1 muss man halt irgendwo runterlaufen und nicht runterspringen. Und bei Battlefield 5 ist es so, das ist jetzt übrigens schon ein bisschen länger bekannt, dass man auch beim Springen schießen kann. Die eigentliche News, worauf ich hinaus möchte, ist, dass man in jeder Situation, in jeder möglichen Situation schießen kann, solange man nach vorne guckt und die Waffe in der Hand hat, sei es, wenn man irgendwo rüberklettert über eine Mauer, beim Springen, beim Reinsliden, bei allen möglichen Aktionen. Wenn man die Waffe in der Hand hat und nach vorne guckt, dann kann man schießen. Und das ist eine Änderung, die sehr diesen flüssigen Spielstil unterstützt und das freut mich mega. Viele, viele, viele Leute wünschen sich seit Battlefield 4, seit Battlefield Hardline ein Testgelände. Also eine Karte, wo man alleine raufjoinen kann, wo vielleicht ein paar Dummies oder so rumstehen, wo man alle möglichen verschiedenen Waffen und Loadouts ausprobieren kann, wo man die Fahrzeuge ausprobieren kann und einfach das Spiel so ein bisschen abseits vom Multiplayer und Singleplayer üben kann. Und auf die Frage, ob die Möglichkeit besteht, dass wir in Battlefield 5 so ein Testgelände bekommen, war die Antwort ähnlich wie auf die 1942-Karten, die Frage aus dem letzten Video. Und zwar, dass der Entwickler ein sehr großer Fan davon ist, von diesem Testgelände, und er es dabei belässt. So, das ist wieder die gleiche Antwort und das ist eine sehr positive Antwort auf die Frage. Und ich bin mir ziemlich sicher, vor allem, weil ja auch die ganzen Battlefield 5-Waffen sich alle einzigartig spielen und alle ein eigenes Rückstoß-Pattern und so weiter haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir so ein Testgelände in B5 bekommen, ziemlich hoch ist. Mit Battlefield 1 wurde eine neue Mechanik integriert, was das Snipen betrifft. Und zwar der Sweet Spot. Der Sweet Spot ermöglicht einem, wenn der Gegner in einem bestimmten Bereich ist, sagen wir jetzt einfach mal zwischen 100 und 150 Meter, dass wenn man da denn den Gegner auf den Oberkörper trifft, dass das auch ein One-Shot ist. Sonst ist ja eigentlich nur ein Headshot ein One-Shot, aber diese Sweet Spot-Mechanik ermöglicht auch One-Shots auf den Oberkörper. Und viele, viele Leute waren nicht unbedingt ein Fan von dieser Mechanik. Und da vor allem jetzt auch in einem der letzten Patches von Battlefield 1 diese Sweet Spot-Mechanik nochmal ein bisschen überarbeitet wurde, erweitert wurde, waren auch viele der Meinung, dass wir diese Mechanik in Battlefield 5 auch wieder bekommen werden. Aber auf die Frage, beziehungsweise auf die Aufforderung, bitte kein Sweet Spot in Battlefield 5, kam dann die Antwort, dann wirst du bald sehr glücklich sein. Und das bestätigt halt mehr oder weniger entweder, dass bei Battlefield 1 jetzt mit dem letzten Patch der Sweet Spot noch rausgenommen wird, was absolut keinen Sinn ergeben würde, oder halt, dass es die Mechanik bei Battlefield 5 nicht geben wird. Eine andere Sache, was auch viele geschrieben haben, nachdem sie den Trailer gesehen haben, ist es möglich, mit dem Flugzeug so eine Crashlandung hinzulegen? Denn genau das hat man ja im Trailer gesehen. Ein Flugzeug stürzt ab, kommt auf den Boden auf, schlittert dann noch ein paar Meter lang, nimmt noch einen Soldaten mit und am Ende steigt der Pilot aus dem Cockpit aus. Und das soll tatsächlich ein Ding sein. Daran wird momentan zusätzlich gearbeitet und mehr davon werden wir auf der EA Play sehen. Inwiefern das denn funktioniert, ich denke mal, wenn man wirklich komplett abgeschossen wird am Himmel, dass man dann auch ganz normal down geht, aber wenn man, sage ich mal, so auf 10% runtergeschossen wird, das Flugzeug absolut kampfunfähig ist und man es denn dann noch hinbekommt, das Ding irgendwie schön auf dem Boden zu landen und dann auch lang zu schlittern und die Umgebung wird dabei zerstört, das ist ja auch noch eine Riesensache, die Umgebungszerstörung. Die Umgebung reagiert auf einen, auf die anderen Spieler und man selber reagiert auch auf die Umgebung. Und dass man dann noch so einen Flugzeugabsturz überlebt und dann rausklettert und normal weiterspielen kann, das wäre eine Riesensache. Mich würde auch interessieren, wie das dann aussieht, wenn man irgendwie im flachen Wasser landet oder auf dem Meer oder so landet, ob das dann auch irgendwie möglich ist oder ob man dann einfach irgendwie down geht und dann im Meer schwimmt, wie es bei Battlefield 1 der Fall ist. Das ist auf jeden Fall eine Mechanik, auf die ich mega gespannt bin, wie sich das Ganze ins Spiel integriert. Jetzt zu einer Sache, auf die ich nicht so hyped bin. Ich habe ja gesagt, 5 gute Neuigkeiten, eine schlechte Neuigkeit und das ist jetzt die schlechte Neuigkeit. Und zwar ist es ja so, dass wenn ein Teammate irgendwie down am Boden liegt, irgendwie in der Mitte auf der Straße oder so, also in einer Position, wo man den jetzt nicht unbedingt so super geil wiederbeleben kann, dass man die Möglichkeit hat, da hinzugehen, diesen Teammate zu packen und irgendwo in Sicherheit zu schleifen und ihn dann in Ruhe wiederbeleben kann. Und bei dieser ganzen Aktion, bei diesem Teammate packen und rumschleifen und dann wiederbeleben, kann man nicht schießen, was ja auch mit der Hauptwaffe vielleicht nachvollziehbar ist, aber man kann gar nicht schießen, nicht mal mit der Zweitwaffe. Und da denke ich mir immer wenn ich diese Situation vor Augen habe, von wegen mitten auf der Straße liegt ein Teammate, der down ist und ich will den wiederbeleben, dann laufe ich dahin, pack mir den, ziehe den langsam in Sicherheit und wiederbelebe ihn denn da. Der Grund, warum ich ihn ja wegziehe,
Spiel ist ja der, dass ich ihn in Sicherheit wiederbeleben will, aber ich begebe mich ja dann selber da in Gefahr, wenn ich den dann ziehe und mich dabei nicht wehren kann, so. Deswegen macht es irgendwie keinen Sinn, dass man dann nicht mal irgendwie die Pistole benutzen kann, dass man den dann, während man so mit der rechten Hand schießt, mit der linken Hand zieht, dass man den dann noch so beschützt und dann, versteht ihr so? Das macht ja keinen Sinn, wenn ich dann da hinlaufe und den langsam wegziehe, so, weil dann sind wir halt beide down. Man kann zwar alle möglichen Animationen direkt abbrechen, wenn man möchte, aber dann so ein Teammate da zu schleifen, da ist ein Gegner, abbrechen, schießen, wieder schleifen, abbrechen, schießen. Da wäre es doch eigentlich viel cooler und würde für ein viel flüssiges Spielgefühl sorgen, wenn man den einfach mit der linken Hand zieht und mit der rechten Hand, auch wenn es nur mit einer Pistole aus der Hüfte ist, da noch so ein bisschen gegenschießen kann. Aber vielleicht ist das Ganze auch einfach eine Mechanik, die man erstmal selber machen muss, das selber spielen muss, so, um das Ganze dann richtig zu verstehen, dass das vielleicht so doch ganz nice ist. Aber das werden wir einfach sehen. Bis jetzt bin ich auf das bezogen noch so ein bisschen skeptisch. Jetzt noch eine coole Sache, und zwar kann man ja mit diesem Fortification-Zeug verschiedene Dinge bauen. Sandsäcke, kleine Versorgungsstationen und so weiter. Aber man kann auch an vielen bestimmten verschiedenen Positionen sowas wie Löcher graben. Man kann sich also eine Schaufel nehmen und ein Loch graben. Das haben sich viele Leute im Battlefield 1 immer gewünscht, weil man hat ja diese Schaufel. Und es ging auch lange das Gerücht rum, beziehungsweise die Entwickler wollten es eigentlich, glaube ich, ins Spiel integrieren, dass man auch im Battlefield 1 Löcher graben kann, sich da mobile Deckung verschaffen kann, so. Und genau das soll in Battlefield 5 funktionieren. Und das ist eine coole Sache. Da kann man, wenn man offen auf dem Feld steht, absolut keine Deckung hat, dann kann man sich einfach ein kleines Loch ausheben. Freunde, das sind die Neuigkeiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt seid ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand, was Battlefield 5 angeht. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich selber, einen Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts weiter zu Battlefield 5 verpassen möchtet, dann lasst auch gerne ein Abo da. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss.